Die Wall Street startet in eine Monsterwoche und wir wollen uns in diesem Video mal die Ausgangslage dazu anschauen. Davor war eher so, wir wollen ein bisschen spielen. Jetzt muss man mit harten Fakten sich konfrontieren. Die Frage ist, geht die Euphorie, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, geht das ungebremst weiter? Jetzt, wo wir vor allem die Zahlen der großen Tech-Konzerne bekommen, aber nicht nur der großen Tech-Konzerne, ein Drittel aller S&P 500 Aktien wird in dieser Woche, oder 500 Unternehmen genauer gesagt, wird in dieser Woche die Zahlen präsentieren. Bisher die Berichtssaison mit den wenigen Unternehmen, die berichtet haben, ja sehr ordentlich. Die Erwartungen wurden übertroffen. Natürlich, obwohl man diesmal die Erwartungen im Vorfeld der Berichtssaison nach oben genommen hat. Normal passiert es ja andersrum. Da legt man die Latte so weit runter, dass selbst ein Einbeiniger drüber springen könnte. Jetzt schauen wir uns mal an, was steht denn an. Wir haben heute, Montag, Tesla. Kurz nach Marktschluss, nach Kassaschluss an der Wall Street, 22.10 Uhr sollen die Zahlen kommen. Wir haben dann morgen Microsoft, Alphabet unter anderem. Wir haben am Mittwoch Facebook und vor allem Apple, das wird natürlich extrem wichtig, aber dann auch solche Geschichten wie Boeing, also die Schwergewichte, Donnerstag dann glaube ich Amazon, die Schwergewichte werden in dieser Woche berichten. Starten wir doch mal mit Tesla, weil die heute an der Reihe sind. Hier sehen wir 22.10 Uhr ist das normale Datum. Gewinn pro Aktie 86 Cent, den CO2-Zertifikaten sei Dank, wenn es denn so kommt. Das ist ja das, womit Tesla faktisch Geld verdient. Letztendlich subventionieren die anderen Autokonzerne Tesla. Das ist ein etwas seltsames Konstrukt. Auf Kosten sozusagen der etablierten Industrie wird hier jemand nach oben gepusht, der diesen Vorteil natürlich dann nutzen kann. Hier sehen wir mal den Aktienkurs in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, seit Jahresbeginn. Nach wie vor im Minus. Wir sind hier gut gestartet in das Jahr 2021 bei Tesla. 880, dann das Hoch. Dann ging es runter unter 600. Jetzt sind wir wieder im Bereich 700 und einige zerquetschte. Man sieht, dass jetzt Nervosität einkehrt. Der Optionsmarkt jedenfalls preist eine Bewegung von 7,2% entweder nach oben oder nach unten ein für die Tesla-Aktie, sobald die Zahlen vorgelegt werden. Faustregel ist, wenn es länger dauert, bis die Zahlen kommen bei Tesla, dann sind die Zahlen nicht wirklich gut. Wenn sie pünktlich kommen, dann sind sie gut. Das ist immer das Gleiche. Aber es kommt noch viel mehr. Wir haben das BIP aus dem ersten Quartal, das kommen wird. Und hier vor allem der BIP-Deflator, der für die Fed sehr wichtig ist. Also praktisch, wie zeigt sich die Preisentwicklung in Relation zum BIP oder also in der Bemessungsgrenze des BIP. Hier sehen wir Taxes and Inflation. Taxes, hier wird Joe Biden nochmal vorschlagen, wie schaut es denn jetzt aus mit den Steuern, mit der Kapitalertragssteuer, was wird da zu erwarten sein. Wir haben Infrastruktur, auch da wird es wahrscheinlich in dieser Woche zur Sache gehen, nachdem ein führender Demokrat Manchin gesagt hat, also das große Programm, das lehne ich ab, nicht finanzierbar, wir machen eine kleinere Runde sozusagen. Also hier auch politisch wird einiges der Fall sein, aber eben natürlich die Zahlen von Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, also die ganzen Schwergewichte, die praktisch die schwersten Titel sind an der Wall Street, die die Märkte alleine bewegen können. Kommen wir noch mal kurz zur Fed. Das letzte Mal, als die Fed getapert hat, also als man praktisch die Anleihekäufe reduziert hat in Richtung Null, waren die Märkte sehr nervös. Damals mit der größte Befürworter dieses Ausstiegs aus den Anleihekäufen, Jerome Powell. Wie anders ist es diesmal? Diesmal ist er Fed-Chef und will davon natürlich nichts mehr wissen. Füße stillhalten, wir machen nichts, wir lassen die Inflation mal ein bisschen überschießen, weil das ist ja nur vorübergehend, so lautet das Mantra. Das ist der Grund, warum die Märkte auf Allzeithoch stehen, weil letztendlich die Fed die Märkte flutet. Und so kann es eben zu solchen Bewertungen kommen, die wir uns gleich anschauen. Jedenfalls sehen wir, dass die Fed derzeit das radikalste Experiment in der Geschichte macht und die Frage ist, ob in ihrer Geschichte macht und die Frage ist, ob das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft, nämlich durch Inflation. Das wollen wir uns dann gleich mal anschauen. Zunächst aber ein Blick auf den S&P 500. Wir sehen oben den RSI schon ziemlich am Anschlag, kann aber noch weitergehen, aber über 70 derzeit der relative Stärkeindex, also überkauft. Wir sehen den S&P 500 in einem leicht steilen Aufwärtstrendkanal.
Wir haben am Freitag nochmal zulegen können, bevor dann kurz vor Handelsschluss da einige Gewinne mitgenommen wurden. Das also ist die Ausgangslage für den S&P 500. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir jetzt deutliche Abflüsse aus Tech gesehen haben in der letzten Woche. Wir sehen die größten Abflüsse in der letzten Woche aus Tech seit dem Platzen der Dotcom-Blase, und das also unmittelbar vor den Zahlen dieser großen Tech-Unternehmen. Sind die einfach doof, diejenigen, die da Kohle rausziehen, Geld rausziehen, oder sind die schlau? Wir werden sehen, wenn die Zahlen kommen. 5-Day Outflow largest since 2000, also da ist Geld vom Tisch genommen worden, man hat sich da verabschiedet. Und wenn wir mal unten den S&P 500 in Relation zum Nasdaq sehen, was die Marktbreite betrifft, den sogenannten Breadth, also wie viele Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, dann sehen wir, dass beim S&P 500 diese Quote Richtung 100 tendiert, also 100% fast alle. Beim Nasdaq ist das deutlich anders. Wir sehen also inhärent eigentlich schon eine Schwäche im Tech-Sektor, die allerdings kaschiert wird, eben durch die großen Unternehmen wie Apple, wie Facebook, wie Alphabet, also die Schwergewichte, die gut gelaufen sind zuletzt und damit die inhärente Schwäche eigentlich der Tech-Sektors so ein bisschen kaschieren. Und diese Schwäche resultiert auch daher, dass alles in Value rein will. Hier sehen wir mal die 9 Wochen Zuflüsse in Value, biggest in History, und History ist schon lange Zeit, also man geht rein in Value, 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 man spielt diese Reopening Story, diese Wiedereröffnung der Wirtschaft, vor allem in den USA. Wir werden ja wahrscheinlich erst so in 32 Jahren unsere Wirtschaft wieder öffnen. Nein, es wird natürlich hoffentlich bald jetzt mehr Impfstoff kommen. Ende April dürfte schon die Zahl der Impfdosen, die verimpft werden können, deutlich steigen. Im Mai dürfte sich das dann nochmal potenzieren hier in Europa. Aber nochmal zurück zu die Aktienmärkte in die USA. Wir sind in den Dow Jones Transports Index. 12 Wochen in Folge gestiegen. Das gab es noch nie in seiner über 120-jährigen Geschichte. Also wir schreiben hier Rekorde. Reopening Story ist natürlich hier das Thema. Aha, die Wirtschaft wird boomen, etc. etc. Dementsprechend hier der Index nach oben. Aber die Euphorie ist sehr, sehr groß. Hier sehen wir mal den Risk Appetite Index, also den Risikoappetit Index hier von Sentiment Trader. Und da haben wir praktisch das bisherige Niveau eingestellt, sind also so hoch wie noch nie, beziehungsweise auf dem höchsten Niveau, das wir schon einmal gesehen hatten. Das war Anfang 2018, nachdem 2017 ja sehr positiv war, dann die Steuerreform von Trump kam, die Märkte bis Mitte Januar 2018 nochmal hausierten und dann aber ziemlich abverkauften. Wir sehen hier Margin Debt, also die Hebelung, das was sozusagen auf Kredit gekauft wird, das ist massiv nach oben geschossen, noch nicht ein neuer Rekord, aber sehr, sehr hoch. Und wenn wir uns hier mal eine Grafik der Nordea Bank anschauen, sehen wir, dass wir jetzt eben auf diesem höchsten Niveau sind, was die Hebelung, was die Margin Debt betrifft. Und normalerweise dauert es dann noch 6 Monate, 4,5 Monate, so bei den letzten beiden Gelegenheiten, wie Nordea hier herausgefunden hat. Also einerseits platzen Dotcom-Blase, andererseits Finanzkrise, bis diese ganze Geschichte dann sich sozusagen eher nach unten auflöst. Das bedeutet aus meiner Sicht, und das hatte ich schon mal in einem Video versucht darzulegen, dass man durchaus wahrscheinlich noch weiter spekulieren kann, dass dieser Exzess noch nicht vorbei ist, dass aber mittel- bis langfristig ein Engagement auf aktuellem Niveau vielleicht nicht die beste Idee ist, denn die Geldpolitik der Fed wird sich perspektivisch ändern müssen, und wir sind ja da oben, weil die Geldpolitik der Fed ultra, ultra expansiv war, und sobald eben dann wahrscheinlich ab Sommer der Gedanke kommt, Tapering, raus aus den Anleihekäufen, Entzug von Liquidität, wird es für die Aktienmärkte schwieriger. Wir sehen die Aktienmärkte so teuer wie zuletzt im Juni 1999, also noch vor dem Jahr 2000. Unglaublich, daran können sich nur noch Boomer erinnern. 29,3 ist das sogenannte Trailing Price Earning Ratio. Never has been more expensive than now. Und wir haben die größte Exposure der von der Bank of America befragten Großinvestoren in die Aktienmärkte ever, nämlich mit der 64,3% die Grafik unten. Aber um nicht zu bärisch zu werden, ein bullisches Argument, wie hier Goldman Sachs sagt, ja, es könnte in dieser Woche jetzt wieder die Buybacks richtig in Fahrt kommen, denn für viele endet die Blackout Period. Es gibt ja keine klare Vorschrift eigentlich,
die sagt, dann und dann dürft ihr Aktien kaufen, dann nicht. Also es gibt nicht eine praktisch Regulatorik seitens der Börsenaufsicht, die ganz, ganz klar ist, sondern die meisten Firmen haben sich das selber auferlegt, dass sie sagen, ja, in einem bestimmten Zeitraum dürfen diejenigen, die selber in Leitungsfunktionen sind, keine Aktien kaufen und das Unternehmen kauft auch keine eigenen Aktien zurück. Hier sehen wir aber mal die Insider unloaden ziemlich heftig. Also die haben jetzt im April extrem viel ihrer Position auf den Markt geschmissen. Wie gesagt, es gibt immer eine Tendenz zu mehr Verkäufen als zu Käufen, weil eben die Leute irgendwelche Aktienoptionen vor allem bekommen, die man dann halt irgendwann auch mal abstößt. Aber hier sehen wir, da ist schon sehr, sehr viel runtergeladen worden, abgeladen worden. Das ist schon sehr auffällig. Jetzt sehen wir hier nochmal die Relation zwischen 2009 und 2020. Wir haben ab März 2009 ja eine sehr starke Rallye gesehen. Das tun wir jetzt seit März 2020. Diese Rallye ähnelt sich sehr, sehr stark. Die jetzige ist noch ein bisschen krasser sogar. Damals gab es dann einen Rücksetzer, eben genau in dieser Periode, in der wir jetzt stehen. Frage, wird das diesmal auch passieren? Wird es passieren durch die vielleicht zu hohen Erwartungen an die Zahlen der Tech-Werte? Das ist die Frage. Hier sehen wir jedenfalls, dass die weichen Daten deutlich besser ausfallen als die harten Daten. Also weiche Daten sind zum Beispiel Stimmungsbefragungen, Verbrauchervertrauen. Ja, da geht es um Sentiment, wie fühlst du dich, wie siehst du die Sache. Harte Daten sind zum Beispiel BIP, ja, das ist eine klare Zahl, an der gibt es keinen Zweifel. Jedenfalls ist die Hoffnung eben größer derzeit, als die Realität es scheinbar bestätigen zu wollen erscheint. Aber wir sehen eben auch Baltic Dry Index jetzt auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren. Oder in diesem Jahrzehnt, und wir sehen unten in dieser Grafik sehen Sie Artikel, die über Inventory Shortages berichten, also praktisch über Lieferkettenprobleme, die sind derzeit extrem hoch. Ich hatte das mehrfach schon angesprochen. Das heißt, all das sind natürlich inflationäre Effekte. Da, wo ein Gut knapp ist, weil Lieferketten nicht wirklich so funktionieren wie früher, da steigen die Preise in der Regel sichtbar eben dann auch im Baltic Dry Index. Und wir haben jetzt eine Indikation für Deutschland. Heute um 10 Uhr kommt der IFO-Index, erwartet einen Wert, der noch besser ist als jetzt im März, das sind die Zahlen aus dem April, der dürfte über 97 reinkommen, so zumindest die Erwartung um 10 Uhr bei finanzmarktwelt.de. Wir werden heute Abend dann auch die Tesla-Zahlen abbilden, das wird eine spannende Geschichte, ich werde den Marktflüster nochmal darauf hinweisen. Also jetzt geht es langsam los, jetzt wird ein bisschen ernst gemacht, weil jetzt Fakten eine größere Rolle spielen. Vorher waren es mehr so die Emotionen. Ich wünsche jedenfalls einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.